Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist nicht das neue Studio, sondern bei mir aus dem Wohnzimmer. Denn heute geht es um das Thema Homeoffice. Ja, ich weiß, die Pandemie geht uns allen ziemlich auf die Nerven. Trotzdem wird uns das Thema Homeoffice noch eine ganze Weile begleiten. Deshalb habe ich das zum Anlass genommen, heute mal ein Video zu machen über Tipps, wie ihr das nächste Mal bei einer Videokonferenz so richtig glänzen könnt. Ein allgemeiner Hinweis: Nicht alle Tipps lassen sich in allen Wohnungen umsetzen. Wenn ich in einer Einzimmerwohnung wohne, sind natürlich meine Möglichkeiten fürs Homeoffice etwas eingeschränkt und auch die Wahl meines Hintergrunds und verschiedene andere Faktoren. Deshalb, und ich finde, das gilt eigentlich immer, jeder kann für sich das mitnehmen, was ihm am meisten hilft. Punkt 1: Eine vernünftige Internetverbindung. Ja, ich weiß, Internet ist nicht überall gleich gut und man hat es auch nicht immer in der Hand. Aber die Dinge, die man halt eben in der Hand hat, auf die sollte man achten. Wenn man zum Beispiel über WLAN arbeitet, kann man darauf achten, dass die Entfernung zum Router nicht zu weit ist oder nicht zu viel dazwischen besteht. Ein weiterer Punkt, auf den ich achten kann, ist, dass nicht gleichzeitig zu viele andere Geräte noch das Netzwerk nutzen oder gerade irgendjemand anders im Haus große Mengen an Daten runterlädt oder hochlädt. Falls es mal um eine wirklich wichtige Videokonferenz geht, empfehle ich euch, einfach immer ein langes Ethernet-Kabel im Haus zu haben, damit ihr euch direkt mit dem Router verbinden könnt, um Verbindungsabbrüche über WLAN ausschließen zu können. Ein ordentlicher Hintergrund. Was heißt denn das jetzt? Also bei mir, das ist ja auch chaotisch. Es funktioniert vielleicht daher, weil sich vom Licht, ich hoffe, dass es funktioniert, sich vom Licht her absetzt, indem ich hier von den Seiten helle Lichtquellen habe und der Hintergrund dementsprechend dunkel ist, abgesehen von diesem kleinen Lämpchen, was da hinten noch ein bisschen Stimmung machen soll. Aber es geht darum, dass ihr im Mittelpunkt steht und hervorstecht. Um das zu gewährleisten, sollte euer Hintergrund entweder halt durch die Helligkeit einen Kontrast zu euch bilden. Oder aber ihr achtet darauf, dass keine irritierenden oder ablenkenden Objekte sich im Hintergrund befinden. Aber eine ganz weiße Wand ist hingegen auch langweilig. Achtet darauf, die freie Fläche zu eurem Vorteil zu nutzen. Wenn ihr Dinge im Hintergrund stehen habt, dann achtet darauf, dass sie zu euch und dem, was ihr vor der Kamera verkörpert, passen. Viele Tools für Videokonferenzen bieten euch die Möglichkeit, entweder einen neuen Hintergrund einzufügen oder aber den Hintergrund unscharf zu machen. Wie das am besten funktioniert, da kommen wir gleich drauf. Und zwar ist es natürlich auch da wichtig, dass ihr vernünftig ausgeleuchtet seid. Ich persönlich bin aber generell kein Freund von diesen Fake-Hintergründen, denn sie bilden meistens irgendwelche Artefakte und Kanten an eurem Kopf. Und ich finde, es zeigt auch immer, dass man sich ein wenig Gedanken gemacht hat und vorbereitet hat für die Videokonferenz, wenn das Hintergrundbild echt ist und stimmig ist. Aber sollte man jetzt wirklich so viel Mühe rein investieren und sich einen Arbeitsplatz einrichten, nur für Videocalls, beziehungsweise der für Videocalls geeignet ist? Ja, denn wie schon am Anfang gesagt, wird sich die Situation nicht so schnell ändern und auch auf dem Arbeitsmarkt findet sicherlich ein Umdenken statt, warum Videokonferenzen von zu Hause aus immer häufiger werden. An was ich auch denke, wenn es darum geht, einen ruhigen Hintergrund zu haben, ist zum Beispiel der Professor Robert Kelly. Viele kennen sicherlich das Video, wo im Hintergrund die Tür zu sehen ist und auf einmal seine Tochter reinplatzt. Natürlich sollte man darauf achten, dass man nicht gestört wird, wenn es wichtig ist, aber mit einer Tür, die hinter euch ist, habt ihr gar keine Möglichkeit mehr einzugreifen. Jetzt wird es Zeit, restliche mögliche Störquellen so gut es geht zu minimieren. Das heißt, achtet darauf, euer Telefon auszumachen, surrende Geräte oder andere Menschen, die sich noch im Haushalt befinden, darauf hinzuweisen, dass ihr nicht gestört werden wolltet. Klingt logisch, vergisst man aber immer wieder. Nachdem wir uns um all das gekümmert haben, ein weiterer kleiner Mini-Hinweis: Macht euch vorher mit der Software vertraut. Natürlich seid ihr wahrscheinlich mittlerweile schon alle routiniert in der Software, die ihr regelmäßig nutzt, aber manchmal kann es ja sein, dass man zu einem Gespräch eingeladen wird auf einer fremden Software, die ihr dann erst runterladen müsst. Da empfehle ich euch, startet sie vorher einmal, guckt, wie alles funktioniert, wie ihr euren Bildschirm teilen könnt, wie ihr die richtige Kamera auswählt und wie ihr das richtige Mikrofon auswählt. All diese Dinge, damit ihr nachher, wenn die Übertragung beginnt und es wirklich um das Meeting geht, nicht wieder Ochs vom Berg steht. Eine vernünftige Audiolösung. Wenn ihr mitkriegt, dass Menschen regelmäßig Probleme haben, euch zu verstehen und es nicht an der Internetverbindung liegt, sorgt für eine vernünftige Audiolösung. Da gibt es verschiedene Optionen, die auch schon im kleineren Preissegment dafür sorgen, dass sich eure Audioqualität um
ein Vielfaches verbessert. Ob ihr mit einem Ansteckmikro arbeiten wollt, über Funk oder über Kabel, mit einem Headset oder mit so einem kleinen Tischmikrofon, ist komplett euch überlassen und hängt ganz davon ab, was ihr umsetzen wollt. Aber in jedem Bereich gibt es Lösungen, die so ab 20, 30 Euro eure Audioqualität um ein Vielfaches verbessern können. Und auch das hilft, bei einer Konferenz herauszustechen. Ihr könnt das allerbeste Bild haben, aber wenn eure Audioqualität schrecklich ist, hat keiner Lust, euch bei der Videokonferenz zuzuhören. Wir haben nun eine Menge Punkte besprochen und ein Punkt, mit dem man auch ganz viel rausholen kann, ist die richtige Beleuchtung. Denn auch aus einer schlechten Kamera kann man mit der richtigen Beleuchtung noch einiges rausholen. Und dabei ist nicht nur die Helligkeit ausschlaggebend, sondern auch die Lichtqualität. Das beste Licht, was man kriegen kann, ist Tageslicht. Das heißt, es ist gar nicht so schlecht, sich direkt vor ein Fenster zu setzen, wenn euer Bild nicht komplett dadurch ausbrennt. Wenn das der Fall sein sollte, hilft es vielleicht einfach einen dünnen Vorhang vorzuziehen, um das Tageslicht wie durch einen Diffusor etwas abzuschwächen und weicher zu machen. Der Nachteil daran, am Fenster zu sitzen, ist, dass das Tageslicht nicht konstant ist. Gerade hier in Norddeutschland können Wolken für ein sehr wechselhaftes Lichtbild vor der Kamera sorgen. Das kann man natürlich in Kauf nehmen, wenn ihr dem Ganzen aber ausweichen wollt, seht zu, dass die Hauptlichtquelle nicht das Tageslicht ist. Zwei, drei grundlegende Sachen zur Lichtquelle. Je größer die Lichtquelle und je näher sie an mir dran ist, desto weicher und angenehmer ist die Zeichnung. Das heißt, mit einer kleinen Lampe mache ich harte Schatten, während ich mit einer großen leuchtenden Fläche ein weiches Licht mache. Deshalb ist das Fenster, wenn es denn nicht viel zu hell ist, eigentlich eine wirklich schöne Lichtquelle für angenehmes Licht. Aber wenn man nicht gerade wichtige Videoübertragungen oder Vorträge hat und das regelmäßig, macht es nicht unbedingt Sinn, sich einen großen Studioscheinwerfer in sein Arbeitszimmer oder am besten noch ins Wohnzimmer zu stellen. Aber auch da gibt es entscheidende Unterschiede bei den Aufstecklichtern, die ihr euch für eure Videokonferenzen besorgen könnt. Jedes Licht ist besser als kein Licht. Die kleine Beleuchtungslösung für, sagen wir mal, 30 bis 40 Euro wird euer Videobild auch hier um ein Vielfaches verbessern. Aber wie gesagt, die Lichtqualität hat einen großen Einfluss darauf, wie ihr vor der Kamera ausseht. Wenn es wirklich darauf ankommt und ihr regelmäßig Videokonferenzen habt, macht es Sinn, in ein vernünftiges Licht zu investieren. Eine Lampe, die ich zum Beispiel sehr gerne mag, ist hier das Big Softie. Wie die funktioniert, habe ich hier in einem anderen Video schon mal erklärt. Von der Lichtqualität bin ich zum Beispiel super überzeugt, da sie ein sehr weiches und sanftes Licht macht, was angenehm um Objekte herumfällt. Wir können hier bei der Lampe die Helligkeit in 3 Stufen regulieren und auch mit verschiedenen Kelvin-Werten uns an verschiedene Lichtsituationen anpassen. Jetzt mal wieder auf Tageslicht. Ich hoffe, das ist Tageslicht. Und wie ihr seht, ist das Licht sehr angenehm weich und gleichbleibend. Eine andere Lampe, die ich sehr mag, ist diese hier von Aperture. Ungefähr dieselbe Preisklasse. Sie kann zusätzlich zu den verschiedenen Lichttemperaturen im Weißbereich auch noch RGB-Farben wiedergeben. Das ist für die Videokonferenz jetzt nicht ganz so wichtig, außer ihr habt irgendwie ein Vorstellungsgespräch als Disco-Manager. Ihr habt bestimmt schon mal bemerkt, dass ich Produktshots meistens immer in irgendeiner Farbe anleuchte, um einen schöneren Kontrast hinzukriegen. Das ist natürlich auch wieder Geschmackssache, aber das mache ich mit diesen Lampen. Zuletzt kommen wir zu dem Punkt, den ich für am wenigsten wichtig halte, und das ist in diesem Fall die Kamera. Nur wenn aus eurer Kamera mit vernünftiger Beleuchtung auch wirklich nichts mehr rauszuholen ist, macht es Sinn, dort ein wenig zu investieren. Natürlich können bessere Kameras auch mit schwierigeren Lichtsituationen besser umgehen, aber wenn wir schon eine bessere Kamera haben, dann wollen wir natürlich auch aus dieser das Optimum rausholen. Wenn ihr nun den Großteil eurer Zeit mit Videokonferenzen verbringt und auch dort repräsentative Aufgaben übernehmen müsst, macht es vielleicht Sinn, das Ganze ein wenig auf die Spitze zu treiben. Das heißt, man holt sich kleine Studiolichter. Da gibt es Lösungen von Nanlite oder Amaran, die so mit 60 bis 100 Watt arbeiten, und nimmt sich zum Beispiel eine große Softbox oder auch einfach nur einen Duschvorhang. Das funktioniert auch wunderbar als große helle Fläche und baut sich ein kleines Setup auf, um bei Konferenzen oder bei Präsentationen besonders gut hervorzustechen. Nicht weit entfernt von dem Setup, was ich hier gerade aufgebaut habe. Meistens reicht eine große Lichtquelle leicht schräg von der Seite, um eine Szene vernünftig auszuleuchten.
Man kann das Ganze natürlich noch mit weiteren Lampen oder zum Beispiel einem Spitzlicht, was man von hinten setzt, oder ein Licht, was im Hintergrund noch ein bisschen für Stimmung sorgt, optimieren. Da sich aber viele von euch sowieso mit Foto und Video beschäftigen, wisst ihr das natürlich wahrscheinlich auch schon. Das heißt, wir können vielleicht auch da ganz anders ansetzen. Guckt mal, ob eure Kamera nicht mit einem Software-Plugin vom Hersteller über USB zum Beispiel in der Lage ist, als Webcam zu dienen. Und dadurch bekommt ihr natürlich ein wesentlich besseres Bild, wenn ihr von der besseren Dynamik und der besseren Tiefenschärfe im vollen Umfang profitieren könnt. Also, noch einmal schnell zusammengefasst, wie ihr das Bild für eure Videokonferenzen verbessern könnt. Erstens eine vernünftige Internetverbindung. Zweitens ein ordentlicher Hintergrund. Drittens klärt den Raum, sorgt dafür, dass nicht irgendwelche Störquellen euch rausreißen können. Viertens eine zuverlässige und gute Audiolösung, damit euch alle verstehen und gerne zuhören. Fünftens habt euch angemessen ausgeleuchtet und habt das richtige Licht, sei es durch Tageslicht oder durch die entsprechenden Lampen, die ihr euch besorgt habt, die zu dem, was ihr vor Ort natürlich passen müssen. Es muss natürlich alles im Verhältnis stehen. Und sechstens, das letzte Stellschräubchen, die Kamera. Wie bereits erwähnt, ist nicht jeder Tipp jederzeit umsetzbar. Dennoch hoffe ich, dass ich euch mit den Ideen ein bisschen weiterhelfen konnte, damit ihr demnächst in euren Videokonferenzen im besten Licht dasteht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst auch wieder bei einem anderen Video. Bis dann!